Liebe Freunde des Versammlungsrechts, ein kleiner Nachtrag. Wie ihr seht, der Kaiser ist nicht mehr nackt, also der Fidel, der Despot. Der Dirk Hilbert ist immer noch ein Despot und jetzt hat mir gerade ein Freund einen Artikel vom Blog von Boris Reitschuster zugeschickt. Ihr werdet den Namen wahrscheinlich kennen. Boris Reitschuster ist unter anderem der Journalist, der aus der Bundespressekonferenz rausgeflogen ist, weil er sich erlaubt hat, seinen Hauptwohnsitz nach Montenegro zu verlegen. Und das gibt natürlich keine Auslandskorrespondenten in Deutschland, die ihren Wohnsitz woanders haben. Also da gibt es also eine Lex Reitschuster. Und vor kurzem wurde ihm also ohne Begründung oder mit Fadenscheinbegründung sein PayPal-Account entzogen von PayPal mit der Angabe, er wäre irgendwie eine Gefahr für die Geschäfte von PayPal, keine Ahnung. Also, auf dem Blog von Boris Reitschuster war heute ein Artikel zu lesen, dass die Polizei jetzt die Klimaklebekits, die sich also mit Sekundenkleber in Berlin auf die Straße kleben, mit Absperrgittern vor Autofahrern schützt, die die Klimaklebekits von der Straße rupfen. Würde ich nie tun, keine Gewalt. Und damit würde also der Eindruck erweckt, es handele sich um einen Polizeieinsatz. Und dann wird also von Seiten der Polizei werden die Klimaklebekits freundlich angesprochen, ob sie sich nicht freiwillig wieder von der Straße lösen, was natürlich nicht geht, wenn man beide Hände angeklebt hat. Und ja, also ich halte das tatsächlich für Nötigung, ich bin kein Jurist. Aber wenn man anderen Menschen seinen Willen aufzwingt, indem man sich vor ihnen auf die Straße klebt und sie daran hindert, zur Arbeit zu fahren, ihre Kinder in den Kindergarten zu fahren, oder teilweise war es wohl auch so, dass Rettungssanitäter oder Notärzte mit Schlaganfallpatienten oder ähnlichem auf dem Weg ins Krankenhaus aufgehalten worden sind von diesen Klimaklebekits. Ich muss sagen, das ist eine Pervertierung des Versammlungsrechts, was diese Klimaklebekits machen. Und in Dresden, und ich bin ja nur kommunalpolitisch interessiert und auf Dresden fixiert, im Gegensatz zu vielen meiner YouTube- und Journalistenkollegen. In Dresden war es so, dass ich also vor einigen Wochen die letzte Generation nennen die sich, darunter ein Christian Bleuel, der hat schon graue Haare, dürfte also jenseits der 40 sein, die haben sich auf der Hansastraße festgeklebt. Inzwischen werden die Autofahrer auf der St. Petersburger Straße rund um den Georgenplatz regelmäßig malträtiert. Die Klimaklebekits, wie ich sie nenne, kleben sich also nicht mehr auf der Straße an, sondern blockieren die Straße für 7x3 Minuten oder 3x7 Minuten. Und dann gehen sie wieder freiwillig. Der Witz an der Sache ist, sie melden diese Demos, also sie zeigen, muss man korrekterweise sagen, sie zeigen diese Demos inzwischen an. Und wenn es also um Marathonläufe oder Querdenker-Demonstrationen geht, dann warnt die Polizei einen oder mehrere Tage vorher die Autofahrer, dass es zu Verkehrseinschränkungen kommen könnte. Wenn aber die Klimaklebekits ihre Demo anzeigen, dann wird dies vorher von der Polizei nicht kundgetan, sondern die Autofahrer, die ja in der Regel auf dem Weg zur Arbeit sind oder von der Arbeit nach Hause oder wie auch immer, muss sich ja keiner rechtfertigen, wenn er im Auto sitzt, die werden also auf diese Demo zufahren gelassen und die Polizei macht keine weiträumigen Umleitungen, damit die Autofahrer ungestört mit einem kleinen Umweg an ihr Ziel kommen. Also ich habe es nicht mitgekriegt. Also die Dresdner Polizei, wohl wissend, dass sich dort Menschen auf die Straße begeben, um den Verkehr zu blockieren, um auf einen vermeintlichen Weltuntergang hinzuweisen. Die Dresdner Polizei ist voll auf Linie und weist die Autofahrer nicht im Vorfeld darauf hin, dass es eine Verkehrsstörung geben wird, sondern leitet die Autofahrer einfach zu der Demo und macht sie zu unfreiwilligen Demo-Teilnehmern. Das ist die Realität in Deutschland. Das ist die Pervertierung des Versammlungsrechts in Dresden. Und wisst ihr, wer die Verantwortung dafür trägt? Die politische Verantwortung? Richtig, der Dresdner Despot Dirk Hilbert. In Zusammenarbeit mit den Dresdner Medien und in Zusammenarbeit mit der sächsischen Polizei. Dazu sage ich nur Halleluja.